Hallo ihr Lieben, ich bin die Kim und heute bringe ich euch meine Rezension über die Feuerheilerin von Ursula Leeb. Falls das nicht das erste Video von mir ist, das ihr anschaut, werdet ihr wahrscheinlich merken, dass ich dasselbe anhab und genauso geschminkt bin wie in meinem letzten Video, weil ich die beiden halt zusammen gedreht habe und ich sehe es echt nicht ein, mich umzuziehen. Es tut mir leid. Ich hoffe, es stört euch nicht, aber das ist mein Lieblings-T-Shirt. Ich lasse es an. Ja. So, das ist auch die erste Rezension, die ich filme. Und ja, deswegen hoffe ich, es wird nicht allzu schrecklich. Sagt mir ruhig eure Meinung über die Rezension. Über die Rezension. Und ich werde das so machen, also ich habe das so geplant bei allen meinen Rezensionen. Ich werde zu immer erst einen spoilerfreien Teil machen und dann, wenn es irgendwas Spoilerisches gibt, werde ich das am Ende noch machen. Also jedes meiner Video ist für Leute, die das Buch noch nicht gelesen haben, gut, weil es spoiler-free ist. Und wenn ich was zu sagen habe, das halt spoilerisch wäre, spoilerisch, tolles Wort, das wird es dann am Ende geben. Aber für dieses Buch glaube ich nicht, weil irgendwie nichts wirklich passiert, dass ich spoilern könnte. Das soll überhaupt nicht böse gemeint sein. Ich habe diesem Buch 4,5 Sterne gegeben, aber ja, also ich glaube, da gibt es jetzt nicht irgendwelche Wendungen oder so, die man nicht erahnen könnte oder wo man voll gespoilert wird, wenn ich jetzt darüber rede. Deswegen, ja. Aber zum Buch. Das Buch ist Die Feuerheilerin von Ursula Leeb. Ich weiß nicht, ob ich das gerade schon mal gesagt habe. Das Buch ist aus dem Ulstein Taschenbuchverlag und ich habe eine E-Book-Version davon über NetGalley bekommen. Bei NetGalley ist es ja so, man bekommt die Bücher und sollte dafür eine Review schreiben. Eine Rezension, aber man muss dafür nicht jetzt irgendwie die irgendwo posten. Also man soll die Review, die Rezension auf jeden Fall auf NetGalley eben schreiben, aber wenn man die noch irgendwo anders postet, das muss man nicht. Also ich mache das jetzt hier nicht, weil ich das muss oder so. Es gibt davon auch die Review, die Rezension. Ich sage immer Review, aber auf Deutsch heißt das Rezension. Kann ich einfach bitte bei Review bleiben, weil ich Rezension nicht wirklich aussprechen kann. Wie auch immer. Ja, es gibt eine Rezension davon auf meinem Blog und auf NetGalley. Und ja, obwohl ich das freiwillig umsonst zur Verfügung gestellt bekommen habe, ist es natürlich meine ehrliche Meinung und bla bla bla. Ich hoffe, das ist klar. Wie auch immer, ich meine, guckt euch meine Zuschauerzahl an. Ich habe 10 Abonnenten und vielleicht 3 Leute, die das Video gucken. Keiner bezahlt mich dafür, hier irgendwas zu sagen. Offensichtlich. Ja, wie auch immer. Das Buch. Das Buch spielt Ende des 16. Jahrhunderts. Ja, also so um 5. Ich glaube, es spielt im Jahr 1594. Bin da aber nicht hundertprozentig sicher. Deswegen sagen wir Ende des 16. Jahrhunderts in Frankfurt. Und es geht um eine Zigeunerin. Ja, also ich weiß nicht, also sie ist eine Zigeunerin in dem Buch, das ist jetzt nicht von mir irgendwie gesagt und soll auch nicht abwertend sein oder wie auch immer, aber in dem Buch wird sie als Zigeunerin oder als Ägypterin bezeichnet, weil wohl Zigeunerinnen damals als Ägypterinnen bezeichnet wurden. Wusste ich jetzt auch nicht, ist wohl scheinbar so. Und ja, sie reist mit ihrer 15-jährigen Tochter Clara durchs Land und auf der einen Seite ist sie Wahrsagerin, aber hauptsächlich verdient sie ihr Geld damit, dass sie Kräutertränke herstellt und auch so ein bisschen sich als Ärztin betätigt. Natürlich ist sie keine Ärztin, sie hat nicht studiert und nichts und darf sich deswegen natürlich auch nicht als Ärztin bezeichnen. Sie wird Wundheilerin genannt in dem Buch. Und ja, das mit dem Wahrsagen ist zwar so ein minimal übernatürlicher Aspekt, aber wirklich, das Buch hat eigentlich nichts Übernatürliches, aber sie hat wohl wirklich die Gabe, so wie es beschrieben wird, dass sie so ein bisschen in den Menschen lesen kann und auch in einer gewissen Weise ihre Zukunft vorhersagen kann. Am Anfang habe ich gedacht, das ist eher so wie der Mentalist, der halt die Leute sehr gut lesen kann und dadurch irgendwie so ahnen kann einfach oder schließen, daraus aus den Menschen schließen kann, was sie eigentlich von ihm wollen. Aber es ist wohl wirklich so, dass sie da eine Gabe hat. Aber das ist ja nicht wirklich wichtig für das Buch oder so. Also ja, wie auch immer. Aber das, was sie als Heilerin macht oder auch als Apothekerin, sag ich jetzt mal, weil sie ja Kräutertränke und so herstellt, das ist schon
seriös. Also es gibt wohl auch ziemlich, oder gab damals wohl auch ziemlich viele Scharlatane, die einfach irgendeinen Scheiß zusammengemixt haben und dann gesagt haben, es hilft gegen alles Mögliche. Das ist nicht so. Alles, was sie wirklich verkauft, hat sie auch getestet und das hilft auch wirklich. Und eins von den Sachen, die sie selber herstellt und das ist eigentlich so ihr Bestseller sozusagen, sind Gemütstropfen, die gegen die Schwermut helfen, weil ihre Tochter Clara hat nämlich die Schwermut. Und ja, das ist auch schon das Erste, was mir an dem Buch eigentlich voll gut gefällt, ist der Umgang mit dieser Schwermut. Für mich, ich bin ein Laie, ich habe keinerlei Erfahrung, aber für mich hört sich das einfach definitiv so an, als wenn Clara Depressionen hat, weil so wie die Krankheit Schwermut beschrieben wird, stimmt es so mit ihm überein, was ich jetzt an Depressionen als Depression kenne. Aber wie gesagt, damals war das ja auch alles noch nicht so, damals wurden halt mentale Krankheiten ja überhaupt nicht anerkannt, deswegen ist es vielleicht auch, was sie als Schwermut bezeichnet, so eine Zusammenfassung für alle möglichen mentalen Krankheiten. Ja, wie auch immer. Was ich aber gut finde, ist erstens, dass Clara das hat. Tut mir natürlich leid für Clara, aber dass das halt in dem Buch auch vorkommt und wie damit umgegangen wird. Weil die Protagonistin ist wirklich, sie sagt auch den Leuten immer direkt, wenn die irgendwas sagen, sie, das ist eine Krankheit. Und zum Schluss wird auch nochmal gesagt, dass sie eben den Rest ihres Lebens damit verbringt, halt dafür zu kämpfen, dass Leute, die von der Schwermut befallen sind oder andere mentale Krankheiten haben, dass sie als krank anerkannt werden und halt mehr Pflege benötigen als andere und die Pflege bekommen und nicht einfach irgendwie in Narrentürme gesperrt werden, wie das damals so üblich war. Und auch die Gemütstropfen, die sie für Clara entwickelt hat, die helfen ihr. Und sie achtet auch darauf, dass Clara die nimmt, was ich persönlich sehr gut finde, dass es nicht nur so Medizin quasi gibt, sondern dass auch sie darauf achtet, dass es genommen wird. Es ist aber nicht ein Wundermittel, weil es hilft nicht, das komplett wegzumachen. Es hilft ihr, sie ist dadurch ausgeglichener. Sie hat wohl auch nicht so oft diese Anfälle von Schwermut. Also sie kann, es gibt wirklich Tage, wo sie ein ganz normales Leben führen kann, aber es gibt auch Tage, wo schlecht ist, wo sie trotz ihren Gemütstropfen nicht aus dem Bett kommt und wo sie, wird auch in einer Szene beschrieben, wo sie im Bett liegt und sie soll aufstehen und sie zieht sich nur die Decke über den Kopf, weil sie nicht aufstehen will. Und es wird echt gut beschrieben und das fand ich sehr gut, einfach, dass da so ein bisschen, so zwar nur am Rande der Geschichte, aber dass es trotzdem vorkommt und wie damit eben umgegangen wird, also dass es eine Krankheit ist, dass man seine Medizin nehmen sollte und aber auch, dass die Medizin das nicht einfach wegzaubern kann, ja, das finde ich sehr, sehr gut. Aber ich war eigentlich gerade, glaube ich, beim Beschreiben, worum es geht. Auf jeden Fall, die beiden Protagonistinnen, Mutter und Tochter, sind in Frankfurt, weil dort die Messe stattfindet und das ist das nächste Tolle. Ich rede gleich darüber, ich erzähle erst weiter die Geschichte. Auf jeden Fall ist sie zu der Messe und ich glaube, das Buch spielt nur innerhalb von irgendwie 4-5 Tagen, also die Hauptgeschichte des Buches. Und am Anfang ist sie halt dort und hilft so ein bisschen den Leuten, wird zwar mit Skepsis betrachtet, weil sie ist eine Fahrende, eine Ägypterin, eine Zigeunerin, der vertraut man natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite wird sie schon so, ich sag mal, angesehen, weil sie eben auch den Leuten hilft. Ganz am Anfang hilft sie einem kleinen Mädchen, das sich die Füße verbrannt hat. Und auch da, nein, kommt auch nachher, hilft sie diesem Mädchen und auch einer Frau, macht sie eine Wahrsagung, die halt die Frau sehr glücklich macht. Aber dann, nach kurzer Zeit, ist es halt so, dass sie als Hexe verschrien wird und es wird regelrecht eine Hexenjagd auf sie gemacht und sie endet dann halt leider auch im Kerker. Und ja, darum geht es eigentlich so, um diese 3-4 Tage, einfach den Anfang, wie sie lebt, das wird sehr gut beschrieben. Und ja, fangen wir mal an, eins nach dem anderen so die Sachen durchzugehen, die ich gut fand. Und zwar das Erste, was ich sagen wollte, war, auch wie sie das Mädchen heilt, diese Sachen, die sie macht als in ihrer Rolle als Heilerin, als Ärztin, sind so beschrieben, dass ich als Mensch, der keine Ahnung hat, denkt so, okay, cool, das kann vielleicht wirklich sein, es ist nichts irgendwie Supernatürliches, das Wort hat mir gefehlt, das ist nicht Supernatürliches, sondern das kann wirklich so sein. Ich gehe auch davon aus, ich weiß natürlich nicht, aber ich gehe davon aus, dass die Autorin sehr gut recherchiert hat und dass alles, was sie in dem Buch erwähnt, sowohl von den Gepflogenheiten damals, als auch von den medizinischen Sachen, die sie erwähnt, dass das alles so stimmt, also dass das alles damals so gemacht wurde und zum Beispiel auch, dass
eine Tinktur, wie sie zum Beispiel die Gemütstropfen sind, weil es wird beschrieben, was da alles reinkommt, dass das wirklich so ein bisschen die Wirkung hat, die es auch in dem Buch beschrieben wird. Und sie heilt eben das Mädchen, also die hat ihre Füße irgendwie ziemlich verbrannt, aber sie ist direkt in der Nähe. Also es ist nicht irgendwie später, sondern das Mädchen schreit und sie rennt sofort hin und tut das mit irgendeiner bestimmten Erde. Also stellt das Mädchen in Erde und dann muss das Mädchen in der Erde rumstampfen. Und dadurch wird das halt, also kommt es gar nicht so weit, dass sich irgendwie große Brandblasen und so bilden. Und ich glaube halt wirklich, also das ist was, das ich mir wirklich vorstellen kann, dass es funktioniert. Es wird auch gesagt, was für Erde das ist, ich habe es vergessen. Aber das ist halt sowas, wo ich jetzt nicht an irgendwelche alternativen Heiler denke, die es ja auch jetzt gibt, die mit allem möglichen Zeug einem irgendwie verkaufen möchten, sondern es wird halt so beschrieben einfach, dass ich auch als Laie denke, okay, das kann wirklich sein. Also ich glaube wirklich, dass sie damals früher damit sowas gemacht haben und dass das wirklich geholfen hat und dass es natürlich jetzt heute auch noch helfen würde, aber wahrscheinlich hilft es halt nicht so gut wie moderne Medizin. Aber es ist, ja, es ist einfach gut beschrieben in dem Sinne. Dann das nächste, was ich cool finde, ist einfach, dass es in Frankfurt spielt und sie sind ja dort auf einer Messe und diese Messe ist auch gleichzeitig, also es ist die große Herbstmesse, heißt es, glaube ich, und das ist auch gleichzeitig eine Buchmesse. Und ich glaube halt, weil eigentlich so in Deutschland, die Frankfurter Buchmesse ist ja eigentlich eine der bekanntesten Messen und ich glaube wirklich, dass das so auch, dass es dieselbe Messe einfach ist. Vielleicht ist die Welt zwar anders und so, aber man sieht dort einfach diese Grundzüge und gerade als jemand, der sich jetzt gerade wieder mehr für das Lesen interessiert und der jetzt auch Videos über das Lesen macht, fand ich das total cool, dass auch der Vater einer Figur ist Verleger in Frankfurt, hat ein Verlagshaus und so kriegt man auch so nur ganz am Rande, aber so ein bisschen was mit über Bücher und das finde ich auch echt richtig cool. Außerdem finde ich es echt gut beschrieben, man wird sehr gut in diese Zeit reinversetzt. Wie gesagt, ich glaube, sie hat da wirklich sehr gut recherchiert. Und es ist alles sehr glaubwürdig, es ist, man fühlt sich wirklich, als wenn man in dieser Zeit wäre und es ist echt interessant zu mitbekommen, wie die Leute dort damals lebten. Und vor allem sieht man auch zwei Seiten. Man sieht auf der einen Seite das Ärmere und auch vor allem das Leben von der Fahrenden, weil sie sind mit ihrem Planwagen unterwegs, nur zu zweit. Das Leben, also die ärmere Hälfte wird beschrieben, aber man sieht auch gleichzeitig so die ein bisschen reichere Hälfte über Kunden, die sie hat und auch über eine Figur, die später dann noch vorkommt. Ja, und das finde ich echt richtig gut. Und was mich halt voll gepackt hat in dem Buch, ist diese Art und Weise, wie sich so diese Hexenjagd aufbaut. Es fängt erst an, dass was passiert. Also es gibt eine Krankheit, die Kribbelkrankheit wird die genannt. Ich habe davon noch nie was gehört, aber auch hier glaube ich, dass das irgendeine Krankheit ist, die es entweder damals gab und die ausgerottet ist oder die es auch jetzt noch gibt, aber unter einem anderen Namen. Und irgendwie ist es halt bei jemand ausgebrochen, bei dem die Heilerin vorher war. Und natürlich ist sie dann schuld. Und das schaukelt sich immer weiter höher, ja. Und am Anfang wurde sie wirklich so vor allem von den Armen auch fast so gefeiert, weil sie das Mädchen geheilt hat. Und dann auf einmal ist sie die Hexe und sie wird zusammengeschlagen, ihr Stand wird kaputt gemacht. Und wie gesagt, zum Schluss landet sie dann wirklich im Kerker und wird gefoltert, um irgendwie dieses Geständnis aus ihr herauszupressen, dass sie eine Hexe ist. Und ich habe früher auch schon solche Bücher gelesen. Gerade wenn ich historische Romane lese, lese ich sehr gern. Oder habe ich früher sehr gern gelesen, auch vielleicht so, die in Zeiten der Inquisition spielen und wo die Protagonistin einfach eine Frau ist, die vielleicht gerade auch eine Heilerin ist und dann als Hexe bezeichnet wird oder wie auch immer. Also sowas lese ich sehr gerne oder habe ich sehr gern gelesen. Aber dieses Mal ist es nochmal irgendwie viel näher an mich herangekommen, weil irgendwie ist es halt auch was, das sehr, sehr wichtig auch heutzutage ist. Vor allem jetzt, ich bin kein politischer Channel oder so, aber gerade diese Verfolgung und wie das Ganze so entsteht, das war sehr, sehr interessant, das nochmal so zu lesen. Vor allem, weil das ein Konzept ist, das auf so viele andere Themen auch übertragen werden kann. Und klar, ich habe damals in der Schule Die Welle gelesen und bestimmt jeder, der das Video auf Deutsch guckt, wird genauso wie ich seine komplette Schulzeit in Geschichte nur mit Nationalsozialismus zugebracht haben und wird viel darüber wissen oder darüber gehört haben, wie sich sowas entwickelt, gerade zum Beispiel dieser Judenhass, aber das jetzt hier nochmal, weil es ist im Endeffekt dasselbe Konzept
Und das nochmal so kondensiert zu sehen, einfach auf 3, 4 Tage und nochmal so hervorgehoben zu sehen an speziell einer Person. Nicht diese generelle Beschreibung, sondern dieses wirklich Spezifische. Das fand ich sehr, sehr interessant und das ist mir sehr, sehr nah gegangen auch. Wie gesagt, weil das halt auch was ist, was jetzt noch jetzt sehr relevant auch ist. Und man muss nicht mal, ich weiß, ich habe gerade gesagt, Nationalsozialismus, das ist das eine, dieses ganz Große. Aber es ist auch irgendwie dasselbe, wenn es nur darum geht, irgendwie in der Schule, wenn irgendwie ein Kind oder ein Teenager irgendwie von total beliebt auf einmal total gemobbt wird, weil irgendwas passiert ist und dann wird es dem so angehängt. Und dieses Konzept einfach ist dasselbe und das gibt es halt eben in ganz großen Variationen oder halt auch in den ganz kleinen und es ist halt trotzdem sehr modern, auch wenn es schon früher genauso war und das hat mich sehr, sehr mitgerissen an diesem Buch und sehr, sehr fasziniert und ich lag wirklich dran und habe so gedacht, so boah, das ist irgendwie dasselbe passiert jetzt gerade, ja und das fand ich halt echt, ja, das hat mir so sogar irgendwie Gänsehaut bereitet und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es irgendwie so die Intention der Autorin war, weil das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie für mich so das Wichtigste fast an dem Buch. Und es ist fast schade, dass das so den eigentlichen Inhalt des Buchs so ein bisschen zurücktreten lässt für mich. Aber es ist wirklich, ja, einfach ein sehr, sehr emotionales Thema auch. Und ich fand es echt gut verpackt, einfach in so ein Buch, das eigentlich. Ja, nur ein historischer Roman ist. Also, es hat mir echt, echt super gut gefallen. Es gab nur ein klitzekleines Manko, deswegen auch 4,5 Sterne und nicht 5 Sterne. Und zwar ist es die Romanze in dem Ganzen. Ich weiß, das Buch spielt nur an 3, 4 Tagen, vielleicht auch eine Woche. Aber sie findet eben, die Protagonistin findet einen Mann. Sie trifft einen Mann, verliebt sich Hals über Kopf und das ist sofort die große Liebe und. Ja, mir geht das zu schnell und ich finde das irgendwie unrealistisch oder auch unrealistisch beschrieben einfach. Und ich finde, dass das, was damit bewirkt wurde, also diese Beziehung und auch die Tiefe der Beziehung, die wichtig wird zum Schluss, hätte man auch, glaube ich, hätte man auch haben können, ohne diese Gefühle so intensiv darzustellen. Weil ich finde, genau dasselbe hätte auch passieren können, wenn sie sich sehr gemocht hätten und vielleicht auch schon so das Gefühl hätten, hey, boah, das könnte der eine sein. Ja, das hätte man total darstellen können, glaube ich, ohne diese absolut intensiven, bodenlosen Gefühle zu haben. Die ich ja an sich nicht schlecht finde, nur irgendwie in diesen paar Tagen kann ich mir nicht vorstellen, wie diese Gefühle so tief sein können. Ich kann mir vorstellen, irgendwie vor allem in Büchern, im realen Leben weiß ich jetzt nicht, aber in Büchern, dass sie ihn trifft oder er sie trifft und dann wirklich nach ein paar Unterhaltungen schon weiß, boah, das ist der eine. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass innerhalb von dieser kurzen Zeit diese Gefühle so richtig tief gehen. Und das hat mich ein bisschen gestört und auch die Tochter trifft zwischendurch einen Mann, da wird überhaupt nichts draus, ja. Aber sofort ist da dieses, oh mein Gott, ja, dieses absolut Verliebte von jetzt auf gleich sofort, so tief und auch das hätte absolut nicht sein müssen. Ich finde auch hier wäre es zum Beispiel, weil es geht darum, dass dieser Mann sie quasi entführt und sie geht aber erstmal freiwillig mit ihm mit, weil sie völlig geblendet ist quasi von ihm. Und ich finde, das hätte auch super gepasst, zum Beispiel in dem Fall, wenn sie sich nur sehr geschmeichelt gefühlt hätte und geblendet gewesen wäre, dass eine Person von diesem Stand sich für sie interessiert, dann wäre sie genauso mitgegangen. Sie hätte nicht ihn angucken müssen und völlig vom Schlag getroffen sein, weil sie so wahnsinnig verliebt oder weil er so wahnsinnig toll ist, wie auch immer. Das fand ich, das hat mich halt etwas gestört, aber eben, ja. Ein halber Punkt oder halber Sternabzug gibt es für mich. Es gibt zum Beispiel auch, das wird auch direkt in der Synopsis, glaube ich, beschrieben, deswegen ist es jetzt kein Spoiler, aber sie treffen auch den Vater von Clara und dort ist sie auch total schnell, total, oh mein Gott. Aber zwar, es handelt sich halt um einen Teenager, der eh schon
bisschen labil ist und sowieso gerade vielleicht nicht so gut auf seine Mutter zu sprechen ist und sich eigentlich eh ein anderes Leben wünscht. Und dann kommt da dieser Papa, den sie eigentlich immer schon kennenlernen wollte und der ihr tolle Kleider kaufen kann und was auch immer. Und da finde ich, da ist es total verständlich, dass sie innerhalb von, was weiß ich, einer Stunde absolut von ihrem Vater begeistert ist. Das ist was, was ich total nachvollziehen kann in diesem Buch, was für mich Sinn macht. Aber im Romantischen macht es für mich eben keinen Sinn. Und deswegen gab es von mir diesen halben Punkt Abzug. Aber wie gesagt, ansonsten wirklich ein fantastisches Buch. Und ich würde es jedem von euch nur empfehlen, das zu lesen. Und das war es eigentlich auch mit meiner Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!